Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir die Mission, heißt Verfolgung, die hier abgeschlossen. Und jetzt machen wir uns auf in die dritte Mission der griechischen Geschichte. Und zwar Narrenschiff. So eine Verfolgung hat die Welt noch nicht gesehen. 15 Jahre auf See und noch immer keine Spur von Prinz Paris. Die Vorräte sehen, gehen zur Neige. Okay, Ja, ja. selbst wir müssen etwas Was essen? essen. Und schlimmer kann es jetzt bestimmt nicht mehr werden. Oder etwa doch. Ah, er musste es ja sagen, ne? Oder ich, keine Ahnung. Der Also, allerhöchste, was weiß ich. wir sind doch Nicht mit Griechen. Glauben an Götter. Ja, okay, die Ägypter auch, aber. Meine Güte. Ja, in der letzten Folge war ja ein bisschen nicht so einfach. Wir mussten mit einem Typen gegen vier wieder kämpfen. Und ja. 15 Jahre nachdem unsere Helden Segel gesetzt haben. Was? Wissen sie immer noch nicht, wo sie sind? Wie 15? Sind nicht 15 Jahre? Ich habe ihnen doch gesagt, dass die Karte verkehrt rum ist. Na gut, sie hatten recht. Oh, wir haben ein wissenschaftliches Labor auf See verloren und fast keine Vorräte mehr. Ja, super. Wenigstens kann es nicht mehr schlimmer werden. Ist das Piraten Ahoi! Wie jetzt? Oh, nee. Man kann nie wissen. Die Piraten könnten ja etwas Nützliches haben. Was ist dieser Schrudel, ey? Viel Glück. Ha, weg in die Fresse. Besiegen Sie die Piraten, sammeln Sie verloren gegangene Vorräte. Ups. Und jetzt sind wir vier. Warum ist hier so eine wunderschöne Musik, ey? Bauen, bauen, bauen. Kann ich nicht. Okay. Nicht bauen. Habe ich ein Jetpack? Eins, super. Ach man, soll ich da hinkommen? Mal sagen, erst töten, dann wenigstens habe ich jetzt mal eine gute, ja, weiß ich nicht. Kann ich ihn hier töten? Einfach das da. Ja, super! Was ist das? Ja, wenn ich schon so geile Waffen habe, dann will ich gar nicht wissen, was die alles haben. So, ich hätte auf Platz sehen können, ne? Was haben die denn alles? Die haben da einen Turm, die haben. Ja. Einen Turm haben sie. Ich dachte, der kaputt hauen. Das wird mir bestimmt auf die Nerven gehen. Sailor Valley, okay. Warum nicht Sailor Moon? Oh nein. Oh nein. Glaube, ich kann auch nichts neu bauen, ne? Ich habe keine Sachen. Nein! Nein, nicht auf meinem wissenschaftliches Labor. Wie kannst du es wagen? Leck mich am Arsch, was war das denn? Was für ein Schaden? Ah! Nein! Nur weil du das Wort Hydra oder Hydro mehr oder weniger im Namen hast, heißt das doch nicht, dass du in Kontakt mit Wasser kommen musst. Sack, Hinamatus stirbt ja. Erstmal scheiß auf die Vorräte, das schaffe ich sowieso nicht. Habe ich es hinbekommen. Ihr Pisser! Boah, hätte ich jetzt mal ein wissenschaftliches Labor. Das ist immer so zum Heulen, ne? Die machen mir so einen dicken Schaden, tun mich so was von verkrüppeln und ich schaff nichts. Meine Taube fliegt gegen Segel. Nee. Wesentlich ist da nur ein Turm, ey. Also nur, die holen wahrscheinlich jetzt hier wieder einen Kill raus. Legionäre, das sind doch keine Piraten, das sind Legionäre. Da, der macht jetzt einen Splitterwerfer und tötet jemanden. Hey, hätte die Möwe nicht abfangen können oder so. Boah, ich muss das wissenschaftliche Labor kaputt hauen, sonst wird das nervig. Durch meinen Schaden von dem Teil an. Ich habe noch so eine Minigun, okay.
Warte, jetzt stirbt ihr. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Ach man. Was soll ich denn aus der Position aus machen, ey? Was geht da denn drum? Ah, ja, ja, ich weiß, warum ich den Kampagnenmodus nicht gemacht habe früher. Weil verdammt schwer ist, ja. Ich nie im Leben früher geschafft. Weiß nicht mal, ob ich das jetzt schaffe. Da gucke ich da an. Ey. Ach. Wahrscheinlich könnte ich ein paar Vorräte benutzen oder Waffen oder so. Wird mir vielleicht irgendwie was bringen, aber schaffe ich doch nie im Leben. So, jetzt komm. Trifft das Ding da hinten. Aber ich glaube, ich habe es getroffen. Einmal habe ich ihn getroffen, glaube ich. Sehr gut. Jetzt haben wir den Schaden ein bisschen minimiert. Der Typ hat auch eine Fresse bekommen. Wieder hat keinen Schaden bekommen. Was? Habe ich noch gehört? Ey, was habe ich jetzt aber gehört? Jetzt mir, glaube ich, wenn ich die Festung direkt kaputt haue. Aber ich hau die alle kaputt. Aber wen trifft er jetzt? Ja, das Ding ist klar. Mein Gott. So, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ich habe gesehen, eins ist da irgendwo am Seil oder so, ey. Hier mich auch. Ja, das ist keine Waffe, die es bringt, ey. Oh Gott. Super Nilfeld. Da kann ich nicht benutzen hier. Okay. Warte mal, die Zeit geht nicht weiter. Doch, geht sie wohl. Super, ne, kann ich doch gar nicht benutzen, ihr Klug. Ey. Da habe ich eine Burg. Ist das eine Burg oder ist eine Burg oder Bergfriede? Ich weiß es nicht. Dann haben Segel abgeprallt. Ja, ist es. Aber ich kann mein Gebäude noch reparieren. Kann ich damit auch meine Festung reparieren? Ich weiß es nicht. Also war nicht fertig, am Anfang benutzen können, lieber. Ja, ich kann es benutzen. Sehr gut. So, jetzt mache ich erstmal den hier fertig. Oh mein Gott, wo war ich? Oh Gott! So viel Schmerz. Na gut, haben wir eine Bedrohung schon mal erledigt. Ist, glaube ich, der am nächsten war bei uns. So, mal gucken, wer als nächstes drauf geht. Ja, das hoffe ich doch. Aber wenn ich alle die erledige, dann kommt nur noch der mit den großen Dingern hier dran. Noch ein bisschen doof. Wie wir sind denn hier eigentlich? Wo bist du? Ich sehe nichts. Ich glaube, er hat getroffen. Konntest du nicht da drauf bleiben, verdammt. Ah, das Ding, okay. Ah, das Ding, verdammt.
Na, warte, du. Frage ist nur, was mache ich jetzt als nächstes kaputt? Wäre voll geil, wenn ich irgendwie so gegen die Möwe fliege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das ein Nilfell an einem Feuerwerkskörper? Hast du dir schon wieder einen übertrunken oder was? Ja, das kann dauern, bis das Ding kaputt ist, ne? 253, das war viel Schaden. Müssen wir dich erstmal auf das Ding ballern. Typen bleiben ja leider nicht auf ihre Türme stehen, dann hätte ich noch einen hier wegrufen können. Ihr könnt, kann ich auch. Ich kann auch die ganze Zeit auf die Festung draufballern. Au. Oh, please don't. Ah. Jetzt wird er auf eine Burg, glaube ich, ballern, ne? Du Sack. Verdammt. Spring da runter. Was? Ich habe ein Jetpack, da würde ich gerne benutzen. Weiß nur nicht wofür. Irgendwo Gebäude oder so, die ich aufsammeln kann. Wenn jetzt wieder irgendwo ein Super Nilfett ist, dann würde ich das gerne einsetzen. Oh Gott, ich hoffe wirklich, das reicht bis dahin. Einer. Ein Super Nilfett, sehr gut. Frage ist nur, wie ich jetzt wieder zurückkomme. Aber ich habe nochmal zwei Supernähe-Pferde, das ist gut. Kann ich schön auf das Ding draufziehen und die fertig machen damit. Ich werde jetzt sowas von auf das verdammte Ding da zielen. Mehr Schaden kann ich nicht reindrücken. Die tun jetzt nur mit ihrem Ballisten draufballern. Das ist die Chance. Ich muss mal gucken, ob ich das Ding reparieren kann. Jawohl, er steht direkt auf das Ding drauf. Boah, ich habe eine Idee. Okay, scheiß erstmal auf das Ding. Machen wir lieber den fertig. So, du stehst genau auf das Ding drauf. Boah. Bams. Jawohl. Okay. Captain Dennis. Boah, 70. Mach ich die lieber so kaputt? Wäre, glaube ich, besser. Pff. Ja, ich mach lieber die kaputt. Das ist, glaube ich, eine viel bessere Methode. Wurde eine voll geschockt. Hast du das gesehen? Sehr gut. Hoffentlich bleibt der auch da drauf, wenn ich... wenn er fertig geschossen hat. Ja, ja, cool ist da. Nein, er hat sich wegbewegt. Ich hab's gesehen. Gehört. Gerochen. Geschmeckt. I'm really feeling it. So. Jetzt nur noch. Oder. Oder wie er überhaupt irgendwo noch mal hinkommen soll, aber vielleicht schaffen wir das. Ich kann ja Wurmwechsel, glaube ich, noch machen, ne? Ja, die sind weg. Sehr gut. Jetzt muss ich neue Vorräte irgendwie sammeln. Mal sagen, wie ich das machen soll. Ja,
kommt ein Priester geflogen. Au. Inkludiert in viel Büchern. Ja, das ist von dieser Werbung, genau. Ich überlege gerade, wo war nochmal. Der Jetpack? Nö. Wurmball. So. Wo ist er? Da hinten ist er. Warte mal, ich habe eine Idee. Dem Ding müsste ich den doch auch treffen. Das ist die beste Methode, ihn irgendwie zu treffen. Wo ist er? Hier. Ja, der steht jetzt gerade so blöd da. Aber den werden wir schon treffen, glaube ich. Hoffe ich. Verreck. Jawohl. Ohohohoho. Und das war's mit dem Piraten. Jetzt muss ich nur die Vorräte sammeln. Oh nein. Fantastisch. Sailor Valley konnte ich nicht mehr. Pirates war einmal. Ja, hast du gesehen? Hast du gesehen, Prometheus? Sie haben alle Gegner getötet. Schauen Sie, Vorräte, großartig. Benutzen Sie den Jetpack, um die Kisten zu sammeln. Sammeln Sie alle Kisten? Nein, ich habe kein Jetpack mehr. Leck mich, sind das viele. Passen Sie nur auf, dass Sie nicht ertrinken. Ich habe noch 3 Versuche. Mehr oder weniger. Jetzt habe ich ein Jetpack. Okay, sehr gut. Boah. Ich wollte schon sagen. Ah, ja, ja, ja. So eine ähnliche Mission hatten wir auch in 3D. So. Nicht für alles im Jetpack. Ja, ist alles so gemacht, dass man auch ohne Jetpack, glaube ich, schaffen könnte. Lieber nicht. So, du machst den Rest hier. Oh, mit so knapp. Boah, Hilfe. Nein. Sack. Ja, doch, jetzt habe ich nur noch einen. Aber nicht schaffe ich bis dahin, ey. Jetzt kommen wir die ganze Mission noch mal hier zu machen, ey. Los! Was zum Teufel? Ja, mit Dreieck, ey. Mit Dreieck muss ich jetzt hier loslassen. Leck mich! Das sagt mir doch hier niemand. Ja, toll, Basilis war das. Ey, sag mir doch mal einer, dass ich hier mit Dingens sein kommen soll. Wie seid ihr vielleicht? Dem muss es mit verdammt noch mal X hier loslassen. Jetzt ist es auf einmal Dreieck. Hi, Taube. Bewegst du dich? Hilfe. Wer ist das überhaupt hier noch? Hi, hi, hi. Boah, jetzt brauche ich ein Krankenhaus. Ich brauche ein Krankenhaus, ja. So eine Verarschung, ey. Jetzt kann ja auch nichts locker gehen. Ich habe jetzt 2 Würmer schon verloren bei dieser Aktion. Natürlich habe ich schon 2 verloren. Ja, 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 ja. Dreieck, ey.
Sag mir das doch einer. Fort knapp. Ja, lass mich mal lieber hier noch Zeit tanken. So. Wo muss ich jetzt noch was sammeln? Kann man jemanden Jetpack hier hinlegen? Eieiei. Okay, das ist ja nicht schwer. Eieiei. Weil war schon wieder viel knapper, als es sein musste. Jetzt kommen irgendwie noch mal irgendwelche. Jetzt haben wir genügend Vorräte. Ich bin wirklich nicht scharf auf Makrele aus der Dose. Es wird ihnen schmecken. Geben Sie mir einfach nur die Karte, Sie Idiot. Setzen Sie Kurs auf Troja. Ja, kann man aber erstmal jemand meine drei Würmer, die ertrunken sind, hier aus dem Wasser fischen. Danke. Und ich habe Gold bekommen. Geil, natürlich. Hab nicht gesehen, wie ich gespielt habe. Ey. Ich verstehe das nicht. Die griechische Flagge 3. Feind vor den Toren. Schachmatt und Odyssee. Odysseus, meine ich. Feind vor den Toren. Oh, okay. Es wäre die nächste Mission, aber die machen wir erst in der nächsten Folge. Von Let's Play Worms Forts unter Belagerung. Ja, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.